So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Serious Sam, The First Encounter in HD. Ich glaube, das ist das letzte Level, was hier war. Ist das Opfer oder ist Opfer mit dabei? Was bist denn du für ein Patient? Und? Ich glaube, das ist das letzte Level, was wir jetzt hier haben. Die große Pyramide. Jetzt werde ich die nochmal richtig abziehen. Jetzt wird es nochmal richtig Banane. Ich weiß gar nicht mehr, wie es stand vom Sterben. 1000 zu 8 für mich. Mhm. Ungefähr hätte ich es auch gesagt. Ja, so Pi mal Kopf. Das heißt Daumen. Nein, das heißt Kopf. Oh, das war's schon. Das war schwer. Easy. Oh. Ich möchte das nicht. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ist das ein Katze im Sack? Das ist nochmal eine mächtige Wumme, Mann. Echt. Das sind einfach Wörter, die sind so schlecht. Dazu gehört auch mächtige Wumme. Das ist ja ein Riesenprügel, den du da hast. So. Oh. Mhm. Selbst wenn wir jetzt von Null anfangen würden zu zählen, glaube ich, würde ich gewinnen. An die Fresse! Ich finde es so gut, dass mal ausnahmsweise auch mal Shooter-Elemente mit eingebaut werden. Also, das ist bis jetzt so dezent gewesen. Das ist die ganze Rollenspiel-Scheiße, das ist so oft. Schön, das wäre eine langweilige ADAC-Simulation. Jedenfalls sie die ernst gemeint hat. Wobei dieser Truck-Simulator, den fand ich noch ganz gut. Manche sind eigentlich wirklich cool, überraschenderweise. Aber ADAC-Simulator war echt die schlimmste, glaube ich, was ich gesehen habe. Polizeisimulationen sind auch total schlecht. Oder Landwirtschaftssimulator. Ja, deutsche Simulatoren einfach, also. Da muss ich eine kurze Story erzählen. Ich arbeite ja in einem Elektrofachgeschäft. Ja, und ich hab gesagt, das soll auf. Und letztens kam mir so eine, das sind so 10, 11 sein, ein Junge mit Vater, Mutter. Und fragte mich so, Entschuldigung, wo gibt's denn hier Lenkrad? Mein Sohn möchte Landwirtschaftssimulator mit Lenkrad spielen. Ey, ich muss mich so beherrschen, nicht loszulachen. Geil! Erstmal Traktor mit Lenkrad steuern. Oh, Papi! Völlig am Ausflippen. Papi, ich hab Lenkrad am Traktor! Das sind auch so eine Kinder, die hatten früher im Kindergarten so ein Pflaster auf der Brille. So ein was? Pflaster auf der Brille, weil sie schielen. Boah, was ist er denn? Kennst du die Viecher? Kennst du die noch? Ja, ja. Das war doch immer so eine total ekelhafte. Das war. So. Ne, also nichts gegen Leute mit Pflaster auf der Brille, aber. Hatten die aber nicht geoutet. Das war ja ein echt schwerer Boss hier. Ja, ja. Also. Das waren schon ganz spezielle Menschen. Ja, wahrscheinlich heute sogar. Das ist einfach unbesser. Du musst mal gefühlt den Spielsound leise machen, weil ich finde, das ist nicht schlecht. Das ist doch gar keine Gefühle. Manchmal. So sollte es gehen. Oh. Dieser Soundtrack ist einfach gerade total episch. Also muss man schon sagen, das könnte in den Charts landen. Ist es bestimmt auch damals. Damals? War bestimmt nur zu jung. Was ist eigentlich für eine Auflösung hier? Ich fühle mich, als hätte ich jetzt gerade 5. 1290 so rum. Yo! Scheiß Bullen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oh. Schade. Oh. Oh, scheiße. Oh, es sind doch ein paar. Sie klauen unsere Jobs und dann bringen sie ihre Familien noch mit. Scheiße. Verstehe ich. Also ich würde gerne nach unten, aber. Oh. Ey, jetzt ist gut. Alter, was für ein Fleischsalat hier. Eck!
geht. Ich esse gerne Fleischsalat. Hau ab! Alter, die Szene mal im Singleplayer spielen, wo du bei jedem Tod sofort verloren hast. Geil. Hat auf jeden Fall was mit Langzeitmotivation zu tun. Durchgesehen. Ich muss mal zu härteren Waffen greifen. Mein Penis zum Beispiel. Das sieht einfach so falsch aus, wenn du das Gewehr hältst. Das ist unglaublich. Hä, das hält man so, wo ich herkomme. Oben oder was? Was, Obi? Ja. Alles für Hauber. Mach es zu deinem Projekt. Ja, 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 yippie, yippie. Weil ich die Hornbach-Werbung immer noch am geilsten finde. Ja. Gab es eigentlich mal Werbung von Obi? Ich weiß, dass ich früher als ich wirklich noch jung war, so in den 90ern, dass ich die Mentors-Werbung immer total cool fand. Also für ein Obi, das ist jetzt diese Vivo Weiß-Weiß Obi, die nachgemachte. Nachgemachte Soundtrack da. Vivo Weiß-Weiß Obi! Was? Ja, das ist jetzt dann die neue. Ich guck nicht mal Fernsehen. Weißt du? Aber. Ich guck ja auch kein Fernsehen. Was sagst du jetzt? Ich hab. Es ist eine neue Werbung von Saturn gesehen. Die fand ich auch geil. Ey, Nick, testest du eigentlich alle unsere Produkte und er sitzt da mit einem Longstar und sagt so, nein, das ist ein Longstab. Und in der nächsten Szene sieht man ihn, wie man ja total mit den fetten Locken durch den Markt rennt. Also ich bin den original von der Werbefigur her. Am geilsten fand ich, wo, das ist aber auch schon ein paar Nächte her, da war der Technik beim Let's Play Together bei Kong und Sarazar eingeladen. Echt? Und die haben das so ganz dezent gemacht. Da saßen erst Kong und Sarazar am Tisch und quatschen, haben gelabert, ein bisschen gezockt. Und da war ein Szenenwechsel, da haben wir Sarazar gesehen. Und als die Szene zurück auf beide schwenkte, saß statt Kong eben Technik da. Aber eben mit seinen Klamotten. Das sah gleich aus, die zählt mir so genial. Und nicht so getan, als würden die. Als würden die eine Person, ey. Wie geil. Das ist geil. Wo ich auch richtig feiern musste, da hat der Kronk im Stream diesen Simulator von den Hungerspielen gemacht. Da kannst du ihm dann Namen eingeben und kannst diese per Zufall berechnen lassen, was da passiert für Events. Scheiße. Und er macht es eben mit YouTubern. Und als. Er macht, nimmt sich selbst auch mit rein, aber als Bild von sich selbst nimmt er ein Bild von Technik. Ich hab's mit Tränen gelacht. Ey, das ist ein scheiß Running Gag. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die meinen das wahrscheinlich ernst. Die dachten halt wirklich, das wäre grob. Ja, ist echt so. Ich zum Beispiel. Oh, das klingt gut. Aber ich bin auch ein ganz spezieller Junge. Und du gehst auf eine ganz spezielle Schule. Was für eine Schule? Was ist diese Schule? Was ist diese Schule und womit esse ich das? Oh. Ja, Alter, ich krieg hier wieder voll auf den Sack oder was? Könnte mir aber mal richtig die Puppe schmatzen. Ey, das ist jetzt aber frech von dir. Nein. Solche Wörter möchte ich eigentlich nicht hören. Puppe. Oder meinst du schmatzen? Schmatzen. Oh Gott. Ich hasse Leute, die schmatzen. Da könnte ich richtig ausflippen. Mach mich mal brutalst aggressiv. Sief, Digga. Sief, Digga. Kennt echt noch jemand L? Hey, L! Was ist das denn? Er geht ja voll lange rein. Na, Alberto! Mit seinen Videos. Geht ja voll lange rein. Was? Ich mag tiefe Löcher. Ja, das glaube ich dir. Hey, Mom. Geh auf dein Zimmer. Okay. Okay, auch. Diese Musik, es ist Independence Day. Ist halt Hintergrundmusik. Aber semi-professionell. Oh, hi. Naja, gut, es wird halt ein bisschen mau, weil die Level so lang sind. Oh, 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 oh.
Alter, geh weg. Konzentration. Bitte was? Einfach süß, wenn du das machst. Einfach süß. Danke, danke. Du übertreibst schon wieder absolut schamloses Tun. Dings. Das habe ich gut gemacht, finde ich. Ja. Jetzt mal rein objektiv muss ich mich da ganz mal loben, also. Jetzt mal rein subjektiv. Muss ich mich da ganz schön prädikat. Alter Löffel. Oh, da. So. Na, geht das noch, das Event? Ich find's ja schön. Ja. Das ist das schönste also ich Event. Ich finde, nach einer halben Stunde können wir hier mal eine Pause machen. So, das war's auch wieder. Nein. Ich finde es auch das allerschönste Event dieses bisherigen Levels. Ja, generell ist es sowieso einfach das beste Spiel der Welt. Nach Jet Gunner. Wollen wir gar nicht drüber zu babbeln. Ist halt einfach so. Ist halt, aber nach Jet Gunner, muss man festhalten. Ich überlege gerade, ob es das letzte oder das vorletzte Level war. Es ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich erinnern, dass es auch noch ein ziemlich cooles Level vor dem letzten Level gab. Das könnte auch das vorletzte sein. Wir werden sehen. Naja, das also das, was ich hier bis jetzt sehe, hat nichts mit Coolness zu tun. Tut mir leid. Wenn es jetzt so ein 3-Stunden weißes Event, dann können wir gucken. Ich hab schon überlegt, ob man vielleicht irgendwas machen muss. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind hier bei Sirius. Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, in der einen Szene vor 4-5 Leveln, wo wir uns da ganz an der Wand gestellt hatten und von den Bullen da durch die Gegend haben stoßen lassen. Stoßen. Da mussten wir uns eigentlich so hinter die Wand stellen, damit die Bullen das Tor oder das... Ah, genau. Hä? Das war cool. Damit die Bullen das quasi aufstoßen, aber das haben wir auch nicht gerafft. Wenn wir 5-mal kommen lassen, hat das Spiel mit uns Mitleid gehabt und hat es einfach geöffnet. Das war auch cool. Boah, nee, komm, wie spaßig. Ey, yo, da ist was. Was, wo? Oh. Warum? Oha. Müssen wir das kaputt machen? Und das von hinten?